Hallo zusammen, willkommen auf unserer Wassermap. Gar nicht Flüsse-Map, ich glaube, es heißt Wassermap. Ne, Flüsse-Map und ich sage immer Wassermap, umgekehrt. Egal, auf jeden Fall auf unserem neuen Projekt in Farm Together. Ich habe offscreen so ein bisschen schon angefangen, was zu erweitern, ein bisschen zu arbeiten natürlich. Und ihr schaut, also es hat jetzt schon einiges mehr ist dazu gekommen. Wir haben bereits Tankstellen. Ich konnte jetzt endlich auch den Blumenladen freischalten. Wir haben dann hier angefangen, die Blumen schon so ein bisschen zu setzen. Das ist einfach das, was halt viel Ertrag gibt, viel XP. Was ich halt auch sehr gerne mache oder die sich einfach bewähren, gerade Low Level natürlich auch. Geben gutes Geld, gute XP, nicht viel Arbeit. Dann habe ich die Tiere erstmal so ein bisschen hier hingestellt. Ich weiß da noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll hier, also mit den Tieren. Ist noch so schwierig. Aber im Moment lasse ich das jetzt so stehen, sieht noch nicht so schön aus, aber das kommt bestimmt alles noch. Auf der Häschen. Was haben wir sonst noch? Ja, halt schauen, dass wir zu Geld kommen. Von den Bäumen versuchen, möglichst alles hinzustellen, was geht. Also, dass man einfach so von jeder Sorte, wenn es finanziell geht, jetzt was dasteht. Zu Beginn ist es ja immer so, sage ich auch, kauft doch erst das, was wirklich nötig ist für zum Beispiel Quests oder ja, außer es liegt wirklich finanziell drin. Bei uns ging es jetzt gerade so hier, dass wir da schon ein bisschen Bäumchen stellen konnten. Des Weiteren habe ich hinten erweitern können. Also das ist jetzt komplett durch freigeschalten schon mal, diese Linie. Dann können wir irgendwo zum Beispiel am Maprand ansetzen, wenn wir was geplant hätten. Ich habe irgendwie noch überhaupt keinen Plan, was ich hier oder wie ich das genau anordnen will. Ich habe jetzt geschaut, dass ich die Felder so ein bisschen beieinander halte. Und vergessen, wo ich die Fische hingestellt habe. Das ist natürlich auch sehr toll. Ich bin komplett in der falschen Richtung. Die Fische habe ich nämlich auch so ein bisschen jetzt da weggenommen. Oder was heißt weggenommen? Zusammengestellt und ein bisschen aus dem Chaos hier rausgenommen, damit wir da einen großen Teich anlegen können. Das können wir uns anschauen. Nehmen aber noch gleich die Blümchen mit. Damit die nochmal wachsen können. Und dann habe ich da angefangen jetzt schon zwei Häuser zu bauen. Sprich, dass wir dann kochen können, dass wir Tickets verdienen können, damit wir dann auch natürlich Tockner spielen können mit dem Musizieren. Und voll. Haha. Super. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Blumenstand. Ist der schon so weit? Nö. Wir machen einen zweiten hin. Da ist auch schon wieder mega viel, was wir da stellen könnten. Ich stelle den mal hier hin. Ich glaube, das bewährt sich da gerade mehr als da drüben. So. Ernten wir das hier kurz noch ab. Nein, das wollte ich nicht. Dann gehen wir nach hinten zu den Fischen. Habe ich schon so ein bisschen angedeutet eigentlich, wie es dann wahrscheinlich sein wird. Einfach, dass wir da an einer Stelle dann fischen können. Hier auch noch Bäume gestellt. Oh, da ist noch ein leeres Feld, sehe ich gerade. Da habe ich schon so ein bisschen angefangen. Also ihr seht, es ist schon so ein... Theoretisch bin ich vorbereitet für den Helfer, ne? Mit diesen vier Becken, die ich da gemacht habe. Kurz verkaufen. Damit dann eben hier vielleicht der erste Helfer hingestellt werden kann. Und ich denke, wenn wir dann mal einen Helfer haben, dass dann hier auch so ein bisschen vielleicht von jedem Baum sowas da ist oder da sein wird. Je nachdem. Muss ich mir noch genau überlegen. Das ist natürlich jetzt ganz was anderes als auf dem Flachland. Aber ich habe mich auch vergessen. Es kommt so, ich finde, immer ein bisschen die mühsame Phase, wenn es dann zeitweise nicht so vorangeht. Ne? Wir haben null Tocken, die Häuser sind noch nicht gebaut. Dich kann ich auch gerade noch machen hier. Aber wir haben wieder viel freigeschalten. Wir könnten jetzt sogar schon Mondbasis... Ja, also diese Häuser werde ich jetzt außen vor noch lassen im Moment, weil im Moment brauchen wir keine Tickets.
hinten haben wir einen neuen Baum, so der Kakaobaum. Wo stellen wir denn den hin? Keine Ahnung. Wollen wir hier eine Reihe machen? 3-4 Stück vielleicht. So. Mit dem Trecker, genau, wir machen das so. Kann man mit dem Trecker die gleich gut abernten, wenn die so weit sind. Was haben wir sonst noch Neues? An Bäumchen. Ah! Biolumineszent. Ach Gott. Einfach ein Baum vom Weltall. Den machen wir. Die sind so schön. Machen wir hier was. Schaut es auch hier wieder, dass ich so grüppchenweise vielleicht das mache. Nur mit einem Treckeraufgebot es gleich abernten kann. Ansonsten sollten wir eigentlich jetzt so alles haben. Da habe ich nur 3, sehe ich 4. Es ist noch eine Tiere. Oh. Benötigen tun wir ja eigentlich nichts jetzt von den neuen Tieren. Deswegen denke ich, das lasse ich jetzt. Wie viel Geld haben wir? Gar nicht mal so viel. 30.000. Fisch, du kostest auch extrem viel. Da warten wir auch. Blümchen. Die sind so teuer. Es ist alles so teuer. 2.000. Meine Fresse. Schon eben, es lohnt sich halt einfach schon. Es ist wirklich so, es lohnt sich immens, Blümchen anzupflanzen. Aber auch hier, ich werde es gerade so ein bisschen noch sparen. Ich kann ja noch die ganze Ernte einholen. Und ich warte da. Natürlich wieder Deko freigeschalten. Das klickt, also ja, mache ich da mal weg. Dieses große Lagerfeuer haben wir jetzt da beim Event freischalten können. Das sieht noch cool aus. Da kann ich mir noch gut was vorstellen und dekomäßig dann zu machen mit denen. Neue Straßen haben wir. Ansonsten, was habe ich denn hier übersehen? Da. Okay. Dann sind wir eigentlich so weit, dass das Nötigste da ist. Und ich bin natürlich auch ein Hirsch, ich habe nicht mal einen Booster geholt. Ich bin es gar nicht so gewohnt, dass ich da... Weil auf der großen Map, ja, wenn es gerade so angeht, hole ich den Booster noch. Ansonsten mache ich das gar nicht mehr, weil es eh schon so mega lange geht, bis wir überhaupt irgendwie mit der Ernte fertig sind auf dem Flachland, dann gehe ich da nicht noch Booster holen. Ob schon, es war jetzt sehr interessant, mal wieder andere Farmen zu besuchen. Auch aus dem Grund zu schauen, wie das andere... einige Probleme gelöst haben oder hingestellt haben. Wieder neue Ideen für meine Maps. Hier bin ich gespannt, wie lange ich das da machen werde. Ich weiß nicht, inwiefern wir das machen werden. Das Flussgebiet. Ob ihr das überhaupt auch interessant findet. Ne? Es ist halt wirklich komplett neu beginnen. Es ist, wie ihr alle wisst, es ist einfach zeitaufwendig, auch eine neue Map zu beginnen. Und die Flachland-Map, die gebe ich natürlich nicht auf. Also das ist nach wie vor mein ganz großes Ziel, die dann auch schlussendlich irgendwann auf Level 200 zu haben. Das wär natürlich top, wenn wir das hinbekommen. Muss ich dann gerade mal schauen, ob wir da irgendwie questmäßig was haben zum Anpflanzen. Könnte gut möglich sein. Ich habe hier eigentlich auf dem Feld absichtlich so ein bisschen kreuz und quer gepflanzt, damit nicht einfach von einer Sorte das ganze Lager dann voll ist. Wir haben ja auch das Lager noch gar nicht, also eine Lagererweiterung. Ich weiß gar nicht, können wir das eigentlich schon bauen? Ein großes Lager. Wann kommt denn das? Ich übersehe es. Das ist nur das Kleine? Hä? Übersehe ich das jetzt? Ich dachte, wir können... Es ist noch, also wenn ich jetzt aufnehme, ist es ziemlich früh am Morgen. Vielleicht irgendwie bin ich blind.
Wir können das noch gar nicht bauen. Wieso können wir das noch nicht bauen? Das kostet eigentlich, glaube ich, 250 Diamanten. Das sind die Häuser. Das Auto. Das ist die Scheune hier. 28! Ach du Kacke. Ach nö. Ach Mann. Was machen wir jetzt? Lassen wir es halt. Das ist blöd. Einen Ofen könnte ich, glaube ich, machen. Ich würde eben dann eigentlich gerne das große Lager bauen und nicht das kleine. Damit wir da nicht immer und immer und immer wieder verkaufen gehen müssen. Ah, das geht noch 10 Level, das ist der Wahnsinn. Ich dachte, das geht früher. Ah ja, hier, die Pfandleihe habe ich. Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen, ne, in der letzten Folge. Ich habe so ein bisschen ein Durcheinander gerade, weil ich im Moment aktuell eigentlich zwei Maps gleichzeitig spiele. Auf jeden Fall, die Pfandleihe, das lohnt sich auch gerade Low-Level-Bereich, wenn das Geld ja knapp wird. Ne? Da könnt ihr dann den Topf, lasst euch auf jeden Fall diesen Geldtopf hinstellen, wenn ihr den nicht selbst habt. Kriegt ihr alle 30 Minuten, kriegt ihr da ein Nugget raus. Und mit einem Nugget könnte ich, glaube ich, 10.000 Münzen dann schon tauschen in der Börse. Also das lohnt sich extrem, um auch voranzukommen und eben gegebenenfalls mal Sachen zu kaufen, die vielleicht sonst nicht gerade so machbar gewesen wären. Also ich schaue da so ein bisschen drauf. Finde ich, hat sich bewährt. Auch wo ich da auf einer anderen Farm ausgeholfen habe beim Starten, haben wir auch sehr, sehr früh die Pfandleihe gebaut. Erst war ich so ein bisschen skeptisch, dachte, oh, ja, ich glaube 5 Token kostet die. Ja, wollen wir das wirklich machen? Aber schlussendlich hat sich das extrem ausbezahlt, das Ganze. Schon wieder voll, naja. Und so konnten wir sehr viele Sachen uns eigentlich leisten schon, die ohne das gar nicht möglich gewesen wäre. Und da muss ich auch, muss da die Stände noch irgendwie anders. Aber ich möchte gerade erstmal die Sachen abernten, um zu sehen, wo wir da fertig sind. Ja, vielleicht eben nicht. Da hinten die Felder, die kleinen, die werde ich wahrscheinlich wegmachen. Also ich habe dann lieber so ein paar bisschen mittelgroße Felder. So wie hier, das reicht vollkommen. Allzu viel möchte ich sowieso nicht an Feldern machen. Aber die so ein bisschen mittig halten, also kompakt so beieinander, wie das jetzt hier so der Fall ist, so übersichtlich. Und nicht über die ganze Map verteilt. Das wird bestimmt so bleiben. Ich werde dann sicher auch wieder auf die Blümchen gehen, also es wieder ziemlich viele Blumen hinstellen werden. Tiere weiß ich jetzt nicht, kommt je nachdem auf die Finanzlage drauf an. Was haben wir eigentlich für Quests? Aloe Vera, Kartoffeln haben wir. Noch 81 da. Jersey Kuh. Okay, das dauert noch. Also können wir hier jetzt eigentlich anpflanzen, was uns gerade so passt. Das Event spiele ich auf der großen Map, deswegen werde ich da auch nichts anpflanzen. Ist dann doch jetzt 500 für eins. Nö, gebe ich nicht aus. Dann werden wir, was machen wir? Wir werden wahrscheinlich so ein bisschen Mischfelder machen, gerade mal. Weiß ich nicht. Beeren, was stellen wir drauf? Gibt uns 48 XP. Ich schaue eben jetzt auch so ein bisschen wegen dem Level drauf. Machen wir hier die Agave. Jetzt, wenn wir das angepflanzt haben, sollten wir noch genügend Geld haben, wäre zu überlegen, ob wir vielleicht doch noch ein weiteres Haus bauen. Mal gerade schauen.
sieht nämlich sehr gut aus. Eben wie gesagt, da haben wir genügend. Noch mal sowas. Ist auch teuer. Und dann Erdbeeren. Die muss man eh auch leveln dann. Gehen zwar sehr lange, aber vom Geld her alles her, also vom Ertrag her natürlich sowieso cool. Bringen viel. Natürlich wieder verkaufen. So, ich glaube, das liegt drin, ne? Dass wir jetzt da schauen können, eventuell ein neues Haus oder ob wir die Tiere aufstocken wollen. Gehen mal kurz zu den Tieren, die sollten... Ah, die sind ja auch so weit. Das ist ja cool. Hier auch noch. Voll, das ist alles gegen voll. Ja, ich sehe, also ich muss das umordnen. Ich muss auch, oder ich möchte gerne die Stände alle beieinander haben. Jetzt habe ich da hinten die Fische, das lasse ich wahrscheinlich. Aber so ein bisschen gestaffelt. Ich habe, glaube ich, auch gar nichts, wo ich die Gewürze verkaufen kann. Was mir recht ist. Stimmt das? Ich hab keinen Gewürzstand. Stellen wir den auch da. Ich mache da alles kreuz und quer da hinten hin. Aber da muss definitiv irgendwie eine Ordnung her. Dass ich das mittig einbette irgendwie. Einfach auch, dass es gut erreichbar ist. Gerade jetzt, wo unser Lager so klein ist noch. Damit wir da nicht von A nach B immer hin und her rennen müssen, wenn das Lager wieder voll ist. So, jetzt können wir uns mal da dem Nötigen widmen. Schon wieder ein Tier freigeschalten. Wir haben aktuell 4 Kühe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe echt irgendwie gerade voll keinen Plan. 4 Kühe. 4 Schweinchen. Ich muss euch da kurz mal umswitchen. So. Da haben wir 2. Ich glaube, das lassen wir mit 2. Das lassen wir auch. Alpaka gibt uns Wolle. Sind extrem teuer. Dann haben wir 2. Mehr geht nicht. Esel. Vielleicht mache ich jetzt Mist und treibe mich selbst in Ruin. Weil die Sachen hier extrem teuer sind. Ob schon eben, ich habe euch ja auch schon gesagt, ihr müsst nicht zwingendermaßen füttern. Also da passiert nichts, ne? Die verschwinden nicht plötzlich, nur weil ihr die mal nicht füttert. Es kommt einfach kein Ertrag raus. Also sprich, die Zeit für den Ertrag läuft halt einfach nicht weiter. Ich riskiere das jetzt. Also von allem so ein bisschen 2 haben. Schweinchen. Machen auch nur 2 erstmal hin. Oh, es tut weh. Kommt alles noch anders, keine Panik. Ist meine Chaos-Farm hier. Ah ja, okay, da haben wir 4. Ne, sind hier haben wir 2. Ah, München. Jetzt haben wir 26.000. Wie schaut es jetzt aus? Ich war hier, warte mal. Ne, also du, dich will ich nicht. Dann gibt's wieder neue Mäume. Da werde ich jetzt auch wahrscheinlich warten. Okay, wir benötigen jetzt noch diverse Stände. Jetzt fängt das Problem gerade an. Erstens haben wir da hinten eigentlich zu wenig Platz. Was ich machen könnte, ist eigentlich hier die Blümchen wegnehmen und an einen anderen Ort stellen. Hätten wir hier Platz für... Ah, Moment! Ja, das können wir löschen. So nicht erschrecken. Mohn habe ich da hinten auch. Können wir auch eigentlich wegmachen. Und den haben wir auch. Okay.
Okay, dann können wir jetzt, weil das fehlt. Wir müssen natürlich irgendwo auch die Milch verkaufen können. Traubenlager haben auch schon mit 80. Das ist eigentlich auch viel. Das fehlt. Da haben wir eins. Sollte im Moment noch reichen. Da haben wir zwei. Hätte ich jetzt vielleicht eher... Weiß gar nicht. Es gibt uns dann einen Käse. Vielleicht hätte ich jetzt einen Milchstand kaufen sollen. Nee. Nüsschen haben wir eins hier. Das brauchen wir. Das nicht. Bienchen! Stimmt, ich habe die Bienchen vergessen. Das hatte ich doch letztens schon gesagt. Wir brauchen ein paar Bienenstöcke. Ach, ist das eine chaotische Sache hier. So. Bienenstöcke, das wäre das kleine Lager. Da haben wir auch eins. Fische können wir verkaufen. Wir können Früchte verkaufen. Da haben wir sogar zwei, drei. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wollen wir wirklich... Ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen das mit einem weiteren Haus erstmal. Sehe ich jetzt den Sinn, ehrlich gesagt, kommt nicht so. Das ist auch wieder was Neues. Schiff. Deko werden wir auch stehen lassen, also erstmal sein lassen. Ach, Bienchens. Aber da muss ich definitiv irgendwie, das ist mir zu chaotisch hier. Da muss ich was ändern. Was, weiß ich noch nicht. Ich werde es versuchen, erstmal so zu spielen. Werde mich tierisch ärgern wahrscheinlich jedes Mal. Aber... Und dann schaue ich, ob ich irgendwie ein Plätzchen finde, wo wir die Stände alle hinpacken könnten. Das würde sich vielleicht sogar hier anbieten, so rüber, wenn ich die Blume an ein anderes Ort stellen würde. Oder sogar da hinten. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man das vielleicht hier irgendwie macht. Und da drüben dann ganz hinten könnten wir noch ein Feld anlegen. Das wäre eine Option, ne? Ist zwar dann nicht mehr mittig. Das ist eben dann auch wieder das, was ich nicht möchte. Ich muss mir das überlegen, ne? Wie wir das genau am besten machen. Wichtig ist es erstmal, dass wir weiter leveln natürlich. Dass wir vor allen Dingen die Quests abschließen können. Die dauern jetzt gerade im Moment noch. Aber dann geht es dann schon voran. Auch wenn wir dann den ersten Helfer haben, dass ich mal ein bisschen laufen lassen kann. Wenn dann das Geld ein bisschen stabiler ist. Und dann auch, wenn wir natürlich kochen können. Aber bevor wir nicht Tickets verdienen können, bringt uns auch ein Helfer nichts. Klar, Token haben wir auch keine. Aber es gibt schon ein paar Sachen zu tun mittlerweile. Das ist doch schön. So haben wir jetzt auch genügend Geld, um auch die Tiere füttern zu können. Das ist natürlich auch sowas, wenn ihr Tiere haben wollt, drauf schauen. Ja, soweit, ich würde mal sagen, ich mache jetzt offscreen noch ein bisschen weiter und sobald ich da wieder ein Stückchen vorangekommen bin, ich werde noch ein bisschen umräumen, denke ich, sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Schaut auch das Projekt von der Flachland-Map, das ist aktuell ja gerade im großen Umbau, ist extrem viel Arbeit, wie wir das da gestalten könnten. Und ich möchte mich auch bedanken an diejenigen, die wirklich regelmäßig vorbeischauen und mir da unter die Arme greifen. Gerade auf der großen Map bin ich sehr, sehr froh. Und dann würde ich sagen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Farm Together oder allen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.